Diese 46. Videodepesche blickt zurück auf das Schlachteessen der Mittelstandsvereinigung Eichsfeld. Auch bei ihrer 19. Auflage zog die Veranstaltung wieder hunderte Besucher an. MIT-Vorsitzender Peter Heims und sein Stellvertreter, der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund, konnten am 5. März den Botschafter Aserbaidschans, Herrn Parviz Shavadzov, Thüringens Finanzministerin Marion Walzmann, zahlreiche Unternehmer, Handwerker, Freiberufler und Mittelständler sowie Bundesverteidigungsminister Dr. Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg begrüßen. So wie der Manfred auf diese Veranstaltung, aber insbesondere auf Wirkungen aufmerksam gemacht hat in Berlin, meine Damen und Herren, hatte man das Gefühl, dass die Bundeshauptstadt ein kümmerlicher Vorort von Wirkungen ist. Gute Stimmung herrschte bei Blasmusik, Eichsfelder Spezialitäten, Bier und Volksfestatmosphäre. Diese Aufregung muss man aushalten. Ich kann nur sagen, in den letzten eineinhalb Jahren hat mein Humor sich noch mal exponentiell in die Höhe stellen lassen. Und manche Betrachtungen, also manche Charakterisierungen über mich ergehen lassen dürfen. Ich glaube, sich gelegentlich gesagt, manche Charakterisierungen waren wichtig, manche waren interessant. Manche muss ich auch meiner Familie erklären. Doch Minister zu Guttenberg sprach den Mittelständlern nicht nur aus dem Herzen, als er die wirtschaftspolitischen Daten infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise aufzeigte. Nach Enthüllungen über Vorkommnisse in der Truppe sprach sich der Minister gegen Pauschalurteile aus. Die überwältigende Mehrheit unserer Soldaten verrichtet einen großartigen Dienst, ist wertebewusst und würde solche Dinge gerade nicht tun. Sie haben dieses Urteil auch nicht verdient, dass gerade einige über sie aussprechen. Minister Karl Theodor zu Guttenberg betonte, dass heute die Wirtschaftspolitik nicht mehr von der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu trennen ist. Meine Damen und Herren, Verteidigungspolitik ist heute nicht mehr Verteidigungspolitik im, wenn man so will, im traditionellen hergebrachten Sinne. Auf einmal haben wir Bilder, wo auch unsere Soldaten eingesetzt sind vor dem Horn von Afrika, meine Damen und Herren. Da denkt man sich, was machen die da unten? Und damit verschiebt sich unter dem, was man Globalisierung nennt, auch der Bezugspunkt von Verteidigung. Plötzlich ist es ein hoher außenpolitischer Aspekt, der mit hineinfällt. Und wenn Sie sich manchmal fragen, meine Damen und Herren, warum um Himmels Willen macht der Manfred Grund neben seiner höchst verantwortungsvollen und einflussreichen Aufgabe, die er als parlamentarischer Geschäftsführer in Berlin hat, Außenpolitik? Was interessiert mich das in Wirkungen? Was interessiert mich das in Heiligenstadt? Was interessiert mich das in Eichsfeld? Meine Damen und Herren, Sie können froh sein, dass sich jemand damit befasst, weil das Interesse wird teilweise mittlerweile an ganz anderen Orten dieser Welt auch für unser unmittelbares Umfeld mit geschaffen. Und das ist eine schwierige Aufgabe und eine, wo man zunächst erstmal nicht nur Lorbeeren damit gewinnt. An einem so schönen Abend sollen die Grußworte kurz, dafür können die Bratwürste etwas länger sein. Ich will mich gerne daran halten, drei Sätze. Erstens, lieber Ernst Kohl, das ist ein großartiger Abend. Joachim Heims, das ist eine großartige Veranstaltung. Und lieber Karl Theodor, lieber KT, du bist ein großartiger Redner. Und in der Abfolge der bayerischen und auch der fränkischen Redner wirst du uns nachdrücklich in Erinnerung bleiben. Vielen Dank. Das war die 46. Videodepesche. Auf Wiedersehen unter www.manfredgrund.de.